Vor langer Zeit waren wir bekannt als die Achse des Bösen, ein Gefängnis ganzer Nationen, die Hauptbedrohung. Heute hören wir diese Sätze erneut. Nach Jahrzehnten der Stille spielt Russland wieder in der geopolitischen Arena mit. Darum sind wir im Westen nun wieder die Tyrannen und Aggressoren. Nur das schwache, unterwürfige und zerteilte Russland wird vom Westen gemocht. Aber während die westlichen Führer mit der mythischen russischen Bedrohung fertig werden und dabei um die verschiedenen Methoden von Russlands Eindämmung wetteifern, während sie selber unter Kontrolle des wahren Aggressors stehen, vergießen sie weltweit unschuldiges Blut. Genau in diesem Augenblick, während du dir dieses Video ansiehst. Irgendwo im Mittleren Osten exekutieren ISIS-Söldner alle Menschen, die sie als sündig erachten. Diese Terrororganisation, bestehend aus solchen Leuten, wurde von den USA gedeckt. Vielleicht bereitet diese ehemals pro-amerikanische Opposition gerade jetzt einen weiteren Terrorakt vor. In diesem Augenblick erreichen aus mediterranen Gewässern Boote voller Flüchtlinge aus Nordafrika die Häfen Europas. Diese Menschen flüchten vor den Kriegen in ihren Ländern, die von den USA und deren Verbündeten gestartet wurden. Gerade in diesem Augenblick, in einem der Gefängnisse der CIA, die in vielen verschiedenen Ländern stehen, werden hunderte entführte Menschen vom US-Geheimdienst brutal gefoltert und misshandelt, weit weg von ihrer Heimat. In diesem Augenblick stirbt in einer russischen Stadt ein weiterer Junkie an einer Überdosis von afghanischem Heroin. Als Folge der NATO-Besatzung Afghanistans ist die Heroinproduktion dort zum Haupteinkommen der einfachen Leute geworden. In diesem Augenblick werden irgendwo in der Ostukraine unter Order der US-Militärinstruktoren von ukrainischen Neonazis die Ideen Stepan Banderas wiederbelebt. Ideen wie den Genozid friedliebender Bevölkerungen durch zivilisierte Länder. In durch Beschuss vernichteten Vororten der Donbass-Region verstecken sich alte Frauen und Kinder im Keller, weil sie ihre Brotverdiener verloren haben. Ihre Städte und Dörfer wurden zerbombt auf Befehl der von den USA eingesetzten Marionettenregierung. In diesem Augenblick leiden auf der ganzen Welt Hunderttausende Menschen unter den Interventionen der USA und der NATO. Doch der Westen beharrt darauf, dass Russland der Aggressor sei. Ja, es könnte sein, dass du dieses Video bezahlte Kreml-Propaganda nennst. Aber du kannst nicht verneinen, dass nach dem Kalten Krieg Millionen unschuldiger Zivilisten dem amerikanischen Imperialismus zum Opfer gefallen sind. Solange Russland schwieg, hat es dem Westen gepasst. Jedoch heute beschreiten wir den Pfad der Unabhängigkeit. Und darum sind wir heute wieder zu Aggressoren geworden.